Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und dabei sehen wir den T44-100. Den habe ich mir da rausgesucht, weil ich mir dachte, ja, den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Und drei Erfolgsmarkierungen, das zeigt natürlich, dass der Spieler Sound of Silence in dem Fall da schon durchaus weiß, was er damit anzustellen vermag. Was ich aber besonders spannend finde, ist hier die Karte. Weil jetzt ist vielleicht Himmelsdorf als mit hier nicht unbedingt so die allerbeste Karte. Und das bin ich jetzt sehr gespannt zu kommentieren, wie er da hier auf seinen Schaden kommt. Denn der, muss man sagen, wird am Ende gehörig sein. Und erstmal wird er jetzt scheinbar den Hügel da für sich stürmen. Da geht es mal rauf. Was halt am T4400 so spannend ist, ist halt seine Drehgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit, mit der man Panzer umkurven kann. Denn in Kurven verliert er eigentlich so gut wie gar keine Geschwindigkeit. Also dafür ist er ideal gemacht und schaut natürlich auch mit den Seitenschürzen sehr spannend aus. Sabaton Primo Victoria ist natürlich ja auch am Start. Also den hat er auf jeden Fall getrimmt auf das Thema. Und jetzt hat er da den ersten entdeckt. Kleiner Rempler, aber das kann ruhig mal passieren. In der Hitze des Gefechts. So, und jetzt geht es Richtung T54 Light. So, und hier, die wollen den da direkt stürmen. Und da heißt, da merken sie jetzt aber beide so, hoppala, viel zu viel. Und nochmal zurück. Aber jetzt geht er da das ein bisschen aggressiver an als der T71 da vor ihm. Da habe ich gedacht, da versucht er direkt mit Ach und Krach den Killshot auf den T71, aber nee. Der denkt sich, alles klar, wenn der jetzt wegfährt, dann kriegt es halt der A44 jetzt einfach mal. Auch der Schuss davor schön angezündet. Das heißt, Feuerlöscher ist raus. Sein Richtschütze ist jetzt armer Arsch. Den muss er, und der T54 Light, der kommt jetzt hier rum. Aber jetzt schießt er nicht auf ihn weiter, sondern hat jetzt, kam jetzt hier kurz zum Kuscheln. Oh, und der zweite Brand, den er hier anbringt. Aber wie gesagt, sehr interessant, dass er jetzt auf ihn draufgefahren ist, aber ihn nicht mehr als Ziel nimmt, sondern nur noch auf den T71 schießt. Und der mittlerweile dritte Brand der Runde, der macht dann alles klar. Der nimmt den T54 dann raus. Aber klar, T71 war natürlich ein sehr gefährliches Ziel, denn wenn der mal am Ballern ist, dann tut es da auch schon weh und hat schon 2200 Schaden auf der Uhr. So ein T71. Bremst er jetzt rein, weil er da schon drüben Gegner sieht. Und er merkt es jetzt auch, deswegen auf den T71 da drauf. IS-3 hat geschossen. So, und jetzt will er da den Jagdjäger, hat er versucht zu tracken, aber in dem Fall leider noch nicht passiert. Und 3000 Damage schon. 6 zu 7, das Gefecht selber ist noch unfassbar knapp, also da ist noch gar nichts passiert. So, und jetzt da auf den IS-3, der wurde aber rausgenommen und der Jagdtiger, der braucht noch ein bisschen Liebe. Sehr schön direkt aufs Kettenrad vorne drauf, aber noch nicht tracken können. So, der geht auch in die untere Frontwanne. Der Gegner ist da am Cappen und jetzt ist da keiner mehr, der decappt. Das heißt, jetzt muss er da irgendwie schnell den Jagdtiger losbekommen. Gott sei Dank, der Jagdtiger ist hier in seine Richtung gefahren. Dementsprechend konnte er den rausnehmen und jetzt kann er sich da um seinen Cap kümmern. Gut, den IS ist ja nur der normale, zurückgesetzt. Da hat er sich ein bisschen Zeit erkauft. Er ist noch 20 Sekunden, um das Ganze nochmal zu machen. In dem Fall vielleicht den T71. Ah, er kommt jetzt nur auf den IS drauf. Ne, jetzt auf den T71, den hat er rausgenommen. Sehr gut gemacht, T49 hat seinen Schuss rausgehauen. Und auf den kann er auch nochmal schießen. So, jetzt ist der Decap oder der Cap eigentlich so mal erledigt. Der IS probiert es weiterhin hier sozusagen die Stellung zu halten. Der T49 geht da stiften, will vielleicht umfahren, so sieht es zumindest aus. Und das lässt er erstmal sozusagen gar nicht zu, sondern er stürzt sich jetzt auf den IS drauf. Macht es jetzt sehr schön, auch dass er hier den T71 da als Schutzschild nimmt.
Der Panther auf der anderen Seite, der hat so ein kleines Problem. Der hat nämlich kaum mehr Hitpoints. Und der Emil 1 ist zum Beispiel dann auch vollkommen voll mit seinen Hitpoints. Und der T49, der will jetzt vielleicht den Panther da sich holen. Ein Oho hat der Gegner auch noch. Also das wird noch eine ordentliche Nummer hier. Weil sein Team von den Hitpoints gar nicht mehr so gut dasteht, muss man sagen. Jetzt hat er den Panther da signalisiert. Junge, fahr zurück. Wir wollen dir helfen. Der Oho. Da jetzt seitlich. Sehr schön. Und jetzt kommt da der Emil. Der Emil schaut natürlich auf ihn. Der hat auch schon gesehen, von wo da ungemacht droht. Der A44 ist jetzt mal durchgefahren. Aber der A44, das ist das Problem. Jetzt ist der alleine da gegen alle Gegner. Und ich denke mal, der macht es nicht lange. Denn der T49, genauso ist es, nimmt den jetzt raus. Und jetzt ist er alleine gegen drei. Und die drei, die sind jetzt alle nicht so richtig schwach auf der Brust. Auch sowohl von ihren Kanonen, von den Panzern, als auch von den Hitpoints. Also, das wird noch ein anstrengendes Match, würde ich mal sagen. Der Emil da vorne jetzt natürlich auf der Lauer bei ihm. Und wenn er ihn einmal kettet, dann ist das Thema durch, weil Autoloader will ihn da jetzt einfach rausklippen, ohne Probleme. Und da der nächste schon wieder im Cap. Das könnte entweder der T49 sein oder der Oho. Und da ist es doch der Oho. Oho mit seiner HE-Kanone. Und der nimmt ihn gleich, den Fahrer und die Kanone raus. Aber jetzt hat er hier die Chance, den Kill zu machen. Aber der Oho mit seinen 354 KI-Schaden, die haben natürlich Spuren hinterlassen. Jetzt braucht es noch einen einzigen Treffer und dann ist das Thema hier durch. Und der T49 wollte es eigentlich klar machen, verschießt. Und dann ist er nicht schnell genug weggekommen und wird dann da selbst geholt. Und jetzt ist es ein One-on-One. Der Emil gegen ihn hier. Jetzt kriegt er hier leider nichts auf, um auch zumindest zu wissen, von wo und wie er da jetzt was machen muss. Und auch der nächste fährt jetzt in den Cap. Ist natürlich sehr smart, muss man sagen, weil mit dem Cap muss der andere jetzt kommen. Und der Emil 1 weiß natürlich genau, er selbst kann doch was ab. Aber der T44, der braucht nur noch einen und dann ist das Thema durch. Er hat noch 50 Sekunden, er braucht sich jetzt hier nicht beeilen. Lieber überlegt das Ganze angehen. Und jetzt ist er natürlich offen, jetzt hat er den... Oh Gott, der Emil verschießt auch noch. Aber er braucht halt noch zwei weitere Treffer. Aber erstmal hat er jetzt decapped. Dementsprechend hat er jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Aber Wahnsinn, der fährt er vor. Der Emil dachte sich, Wahnsinn, der fährt es wahrscheinlich komplett durch mit dem Schwung. Und in dem Fall Glück gehabt, dass er da so abrupt angehalten hat. So, jetzt will er da den Emil hervorlocken, wartet da, dass der hier kommt und er vielleicht da den IS als Blockade nehmen kann, aber jetzt denkt er sich, gut, dann probieren wir es auf der anderen Seite. Ist die Frage, ob der Emil da jetzt rumschaut oder ob er da jetzt die Chance hat. Auf jeden Fall hat er hier ein paar Fracks, das ist sehr wichtig und genauso ist es, der Emil schaut hier falsch, Sit 1 sitzt.
Und jetzt braucht er lange zum Drehen. Das könnte reichen. Das wird eine ganz knappe Geschichte. Und es reicht. Und er macht hier den Kill. Und macht hier alles klar mit 6644 Damage, 7 Kills, 100 Defense Points und 1985 Basis XP. Ein cooles Replay, denn ganz ehrlich, das so nach Hause zu fahren, das braucht Köpfchen und ist nicht leicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.